Lewis Hoffmann, ihr seid nominiert mit der ganzen Dark-Truppe. Habt ihr schon beim Dreh gemerkt, dass es preisverdächtig sein könnte, das Ganze? Ja, die Bücher waren auf jeden Fall von Anfang an preisverdächtig. Also die waren großartig, die haben einen sofort eingefangen und es war einfach innovativ. Also es war was Neues, was man so noch nicht gesehen hat. In Deutschland, aber auch generell irgendwie auf der Welt. Und deswegen war es klar, dass es irgendwie großes Potenzial hat, aber dass es letztendlich so gut ausgeschöpft wird, das Potenzial ist umwerfend. Apropos Welt, gab es schon viel Resonanz aus dem Ausland dafür? Ja, ganz abgefahren aus Brasilien, aus Japan, aus Frankreich, aus Amerika, aus England. Das ist schon irgendwie ganz schön krass, wenn es in 190 Ländern auf einmal draußen ist und alle auf der Welt haben die Möglichkeit, das dann zu sehen. Und jetzt haben es auch noch welche getan, also oder sogar einige. Und das ist einfach das ist krass. Wie war das beim Dreh? War das schwierig, den Überblick zu behalten bei den ganzen Zeitebenen? Ja. Alles klar, okay. Und du hast auch ganz viel alleine gemacht. War das so ein bisschen eine Herausforderung, weil man keinen zum Anspielen hatte? Naja, also ich fand es eigentlich ganz schön, dass ich dadurch, dass ich so viele verschiedene Spielpartner hatte, dann eben so eine Abwechslung hatte. Aber klar, immer nur allein durch die Höhle kraxeln ist dann schon ein bisschen schade. Alles klar, dann wünsche ich viel Erfolg für heute Abend. Dankeschön.